Die Wettershow. Ja, und da ist leider der Herbst ins Land eingezogen. Kühle Temperaturen begleiten uns auch heute. Auch Regenschauer sind wieder mit dabei und auch Wolkenfelder. Wo genau, das verrate ich Ihnen dann bei unserer Österreichkarte. Jetzt blicken wir zuerst auf unsere Wettercamps. Und hier blicken wir nach Zaugensee in Altenmarkt und hier gleich nach St. Anton am Adelberg. Hier haben wir dieses Bild des Tages. Viele Wolken, besonders auch Hochnebel in den Vormittagsstunden, besonders auch im Vorarlberg, in Tirolerland und auch in Salzburg. Und da sehen wir auch ein paar Regentropfen in Sölden mit dabei, denn die können heute auch durchs Land ziehen, besonders hier im Bereich Salzburg und der Steiermark. Der Osten, der zeigt sich heute sehr trocken. Das ist auch sehr positiv. Und hier sehen wir noch Salbach zum Schluss. Hier sehen wir schon auch diese Nebelfelder, die sich schon langsam auflösen. Die Sonne, die kann heute auch vereinzelt durchblitzen. Blicken wir jetzt nach Europa und hier sehen wir dieses Regentief, das hat sich nun weiter bewegt. Das heißt, in Österreich ist jetzt schon ein bisschen bessere, stabilere Wetterlage mit 20 Grad in Wien. Hingegen in Deutschland, da hat sich jetzt ein Tief von den britischen Inseln hereingeschlichen mit nur 16 Grad und Regen. Und auch der Mittelmeerbereich hat sich jetzt ein bisschen mit Wolken verzogen. Jetzt blicken wir nach Österreich und hier habe ich schon angekündigt, wir haben besonders in dem mittleren Bereich in Tirol, Salzburg und der Steiermark auch viele Regenschauer mit dabei, Hochnebelfelder in den Vormittagsstunden, die lösen sich dann aber auf und dann kann auch schon die Sonne mit dabei sein bei Temperaturen zwischen 19 Grad in Bregenz und 20 Grad in Wien. Der Westen nun im Detail, da haben wir auch die Regenschauer mit dabei am Vormittag, immer wieder sind sie da. Im Osten hingegen, da starten wir schon trocken in diesen Mittwoch. Die Temperaturen sind heute bis zu 19 Grad dabei. Das wird jetzt aber besser. Ich freue mich sehr, jetzt den Ausblick für Sie zu präsentieren. Nämlich hier haben wir schon morgen 19 Grad und da haben wir den Freitag mit 26 Grad und am Wochenende dann derzeit der Samstag mit 24 Grad. Also es wird besser. Auch im Osten hier die Temperaturen kraxeln hinauf. 23 Grad schon am Freitag und 26 Grad dann am Samstag. Also das heißt, es wird von Tag zu Tag besser. Wir können uns freuen auf mehr Sonnenstunden und bessere Temperaturen. Heute noch einmal durchatmen, unbedingt auch den Regenschirm mitnehmen, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Auf der sicheren Seite sind Sie auch, wenn Sie OE24TV verfolgen, denn wir haben für Sie die besten News und dann nach einer kurzen Werbeunterbrechung auch die aktuellen Zahlen rund um das Coronavirus. Bis gleich.